Liebe Zuschauer, Digitalisierung, Dekarbonisierung, Energiewende, das sind zum einen Schlagworte, aber zum anderen auch technologische Prozesse, die unsere Zukunft begleiten werden. Und wie das abläuft, hängt natürlich auch davon ab, wie man dafür gerüstet ist. Und das hängt auch von den Rohstoffen ab. Darüber reden wir heute und dazu begrüße ich ganz herzlich David Hartmann von Vontobel. Hallo. Herr Hartmann, ich habe es ja gerade gesagt, also einiges an technologischen Prozessen, die in Zukunft immer mehr anlaufen, immer wichtiger werden. Aber viel Technologie heißt dann auch viele Rohstoffe, oder sehe ich das falsch? Ja genau, es wird rohstoffintensiv, das kann man schon so sagen. Also Smartphones, Tablets, Elektromotoren oder Solarzellen, da ist unheimlich viel Metall und auch Mineralien verbaut. Ohne die funktioniert das nicht. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zukünftig eben der Bedarf an diesen Geräten aufgrund von Digitalisierung, aufgrund von der energiewende Dekarbonisierung eben zukünftig steigen wird, werden es natürlich noch immer zentralere Bauteile in unserer Zukunft sein. Also wir haben ja auch mal eine Grafik mitgebracht und dann sieht man das hier schön auf der linken Seite, sieht man eben, dass schon prognostiziert wird eben, dass zukünftig alternative Energieformen eine wesentlich elementarere Rolle in unserem Energiemix spielen werden. Das ist uns ja auch alle bewusst, dass wir anders das gar nicht handeln können. Die aktuellen Probleme wie Klimawandel. Und da sieht man natürlich auch einen deutlichen Zusammenhang. Dementsprechend werden auch hier immer mehr Metalle verwendet werden, denn die alternativen Energieformen, die sind schon relativ metall- und mineralienintensiv. Also das heißt, davon werden wir mehr brauchen. Wenn man jetzt natürlich weiterdenkt, wie kann man auf sowas auch setzen, fragt man sich natürlich, welche Branchen, welche Unternehmen profitieren davon, weil wir sehen hier ja sehr unterschiedliche Rohstoffe auch. Das heißt, welche Branchen werden da aus Ihrer Sicht besonders und welche Unternehmen profitieren? Ja gut, also ist natürlich klar, wenn jetzt zukünftig was stark gefragt sein wird, dann vor allem diejenigen, die das entsprechend anbieten. Am offensichtlichsten sind es natürlich bei Metallen und bei Mineralien, natürlich Bergbauunternehmen oder auch Produktionsunternehmen. Denn auch wenn ich jetzt so ein Bergbauunternehmen so ein Erz eben rausholt aus dem Berg, dann kann es ja nicht direkt in der Batterie beispielsweise verbauen. Also es muss auch weiterverarbeitet werden. Und man muss auch sagen, zukünftig wird natürlich auch das Thema Ressourceneffizienz auch eine größere Rolle spielen. Denken wir jetzt mal an den Lithiumabbau, der steht ja zu Recht auch ein bisschen in der Kritik, weil er schädigend für die Umwelt ist. Und dementsprechend werden natürlich zukünftig auch Unternehmen profitieren, die sich da auf das Recycling und die Wiederverwertung solcher Stoffe konzentrieren werden. Also das heißt, ich kann mich jetzt natürlich hinsetzen und kann recherchieren eben, welche Unternehmen sind in dem Bereich, was gibt es da für Möglichkeiten. Sie haben uns jetzt aber auch eine Möglichkeit mitgebracht, jetzt aus dem Produktbereich. Das schauen wir uns natürlich jetzt auch noch mal genauer an. Und zwar ist das ein Open-End-Partizipationszertifikat auf den Selective Future Minerals and Mining Index. Das heißt, was ist da alles drin? Ja genau, das ist ein charmanter Umweg, weil Sie sagten es ja selbst, es ist unheimlich rechercheintensiv, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen, weil klar, also wie Barrick Gold, so ein Bergbauunternehmen, da fallen einem schon mal zwei, drei erstmal auf den ersten Blick ein, aber die wenigsten von uns sind Experten und man hat so seine Schwierigkeit, da auf 10 zu kommen. Wir haben deswegen so ein Themenindiz mit Selective aufgesetzt. Im Endeffekt sind dort eben Unternehmen, die ein signifikantes Engagement eben in den Bereichen Bergbau, Produktion oder Recycling von Materialien für Zukunftstechnologien aufweisen können. Die sind da drin vereint, sind aktuell 10 Indexmitglieder und ähnlich wie der DAX beispielsweise wird auch dieser Index berechnet und man kann dann über das Partizipationszertifikat eben über den an der Wertentwicklung des Index eben partizipieren. Ja, hat für mich als Anleger den Vorteil, ich muss selbst keinen Research betreiben, musste ja auch nicht immer am Ball bleiben. So ein Index, also was heute aktuell ist, das kann sich natürlich in einem halben Jahr wieder ändern. Und dementsprechend wird natürlich auch der Index immer halbjährlich überprüft und wird geschaut, macht die Zusammensetzung noch so Sinn. Dann werden eben auch die Gewichtung wird wieder gleichgewichtet und dementsprechend habe ich so immer aktuelles Know-how quasi in dem Index drin und im Vergleich zum Direktinvestment sagen dann viele, ja, aber da würde ich zum Beispiel die Dividende erhalten. Mhm. Ist im Index auch so, Netto-Dividenden, die aus den Aktienpositionen kommen, die werden dann reinvestiert. Ja, und so habe ich als Anleger den Vorteil, dass ich eben über eine Transaktion in ein diversifiziertes Portfolio aus dem Bereich der Zukunftsmaterialien investieren kann. Das Ganze auch zum relativ geringen Anlagebetrag. Also das Produkt wurde mal mit 100 Euro ausgegeben, schwankt derzeit ein bisschen, liegt bei 96 Euro, ist auch erst ein paar Tage am Markt. Ja, und was muss ich noch beachten? Ich habe ein Marktrisiko da drin. Also klar, es geht um Aktien, genauso wie Aktien steigen oder fallen, kann eben auch der Index steigen und fallen. Und
dann auch entsprechend das Zertifikat. Aber das hätte ich eben beim Direktinvestment auch. Dann gibt es noch ein Währungsrisiko, das ich da drin habe. Der Index, der wird in US-Dollar berechnet. Ist auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, es sind viele amerikanische und australische Unternehmen drin. Hätte ich aber auch, wenn ich die entsprechenden Aktien kaufen würde. Zertifikate spezifisch natürlich immer das Emittentenrisiko zu nennen. Also, das heißt, wenn wir es zusammenfassen, Sie nehmen einem das Research quasi ab, man kann auf die Art und Weise draus setzen, haben aber eine Managementgebühr und müssen natürlich auf die entsprechenden Risiken achten, aber haben auf die Art und Weise eben hier so einen ganzen Korb quasi abgebildet. Genau, kann man das schön einfach machen. Ja, und eben auf diese Trend- und Zukunftsthemen dann setzen. Herr Hartmann, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Ich danke Ihnen. Ja, liebe Zuschauer, soweit unser Blick auf Themen, die uns mit Sicherheit in Zukunft begleiten werden. Stichworte wie Energiewende oder auch Digitalisierung. Und klar, dafür braucht es Rohstoffe und eine Möglichkeit, wie man da zum Beispiel drauf setzen kann, haben wir uns in der Sendung mal genauer angeschaut. Die Risiken aber natürlich immer im Blick behalten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.